Hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Ja, nun habe ich langsam die Weihnachtsdeko weg. Naja, alles noch nicht, aber einiges vergisst man ja immer. Aber nun muss ja auch ein bisschen was auf die Terrasse. Nun habe ich mir überlegt, ich mache einen kleinen winterlichen Minigarten in meiner Blechdose hier. So, ich nehme jetzt aber mal die Vorderseite zu mir, damit ich das dann auch diesmal richtig hinkriege. Habe mir das hier so ein bisschen mit Eierkartons und so ausgelegt, damit ich nicht ganz so viel da reinmache, weil das ja so tief ist. Habe hier noch ein bisschen Tanne, soll ja ein winterlicher Garten werden. Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Das lege ich mir jetzt einfach hier nur so rein und mache mir das so ein bisschen voll. Habe hier so ein bisschen Moos noch. Das ist auch nicht mehr so ganz schön, aber als Untergrund taucht das ja immer. So. Das ist noch ein bisschen schöneres. Das kann dann ein bisschen weiter oben. Guck mal, dann sieht das schon mal so aus. Guck mal, hier noch ein bisschen Tanne unter. Ein bisschen Kiefer, die wollte ich aber gerne ein bisschen höher stellen. Und zwar möchte ich ja ein bisschen Höhe haben. Dass, wenn ihr das von vorne seht, dass das hier dann so ein bisschen höher wird. Da habe ich aber auch noch einen Ast. Da ist noch Eis dran. Guckt mal, habe ich gerade von draußen reingeholt. Kommt ja auch gleich wieder raus. Aber muss mal gucken, wie ich das jetzt hier reinkriege. So. Und ich kann jetzt noch nicht drehen hier. Ich habe das so voll gepackt hier. Doch, geht schon. So. Mal gucken, was ich davon noch brauche. Hier habe ich noch so einen kleinen Abschnitt. Könnte ich auch dahin machen. Man muss mal sehen, wie das so alles so wird. Das ist ja noch alles von der Weihnachtsdeko, die man jetzt noch mal als Winterdeko so ein bisschen machen kann. So, jetzt habe ich ein paar Blüten. Und zwar erstmal habe ich noch mal den Klee vom Silvester. Der kann ja auch noch mal hier irgendwo rein. Ne? Das sind jetzt alles mal wieder, wie es immer so bei mir ist, alles Reste, die ich jetzt zu einer neuen Deko machen möchte. Dann habe ich mir hier schon so ein paar Frühlingsblüher geholt. Und zwar die kleinen Narzissen. Ich nehme sie raus aus dem Topf, obwohl sie dann noch geschützter wären, aber ich lege ja Moos drum. Guck mal. Nun weiß ich gar nicht, ich glaube, ich werde die noch mal auseinander machen. Man muss ja nicht alle vier da so reinmachen. Man kann das ja mal ein bisschen teilen noch. Nicht so üppig immer. Zapfen habe ich, die ich dort auch noch hinlegen kann. So, jetzt habe ich
vielleicht gedacht, ich habe hier noch so ein paar künstliche, ja, Schneeglöckchen, ob ich die jetzt hier noch mit reinmache, damit schon mal irgendetwas blüht. Sind im Verhältnis aber, glaube ich, gar nicht so ganz toll, aber so ein blühendes Ding wäre ja ganz schön. Ich werde das noch mal ein bisschen umbiegen, weil sonst ist er zu hoch. Dann stimmen die Proportionen gar nicht. So, hier kann ich noch mal ein Stiefmütterchen. Das stelle ich jetzt aber mal mit Topf rein. Ich weiß nicht, wie lange ich das da alles in der Deko liegen lassen möchte. Da mache ich gleich ein bisschen Moos noch drüber. Also ich lege mir noch so ein paar Zapfen überall da rein. Große Zapfen kann ich auch noch reinstellen, so ein bisschen. Guckt mal, sieht doch schon ein bisschen, ja, frühlingshaft will ich jetzt nicht sagen. Ich will jetzt nicht Frühling sagen, kriege ich wieder ausgeschimpft. Letztens hat eine Abonnentin geschrieben, womit sie auch völlig recht hatte. Der Winter ist doch erst 10 Tage alt, was machst denn du schon Frühling? Recht hat sie. Aber mir war so, irgendwie wollte ich so, ja, es sollte jetzt mal Frühling sein. Tut's hier aber nicht. Leben ist ja kein Wunschkonzert, ne? Kann sich das hier alles wünschen. Aber wenn es so ist wie heute, heute haben wir ganz toll Pulverschnee und wir haben Sonne. Das ist ganz toll. Ich werde mich dann auch gleich mal so ein bisschen auf einen Spazierweg begeben. Aber erstmal wollte ich jetzt hier die Deko machen. So, mal gucken, was haben wir noch? Ich habe noch eine Hyazinthe. Die kann ich auch noch, die kann aber auch ein bisschen nach hinten. Also das Ganze noch mal wieder ein bisschen umgestalten. Das muss man dann immer mal ein bisschen gucken. Ich jedenfalls. Es geht nicht immer auf den ersten Drücker bei mir. So. Also das Ganze ein bisschen umgedreht. Jetzt habe ich hier noch so einen halben zerbrochene Kugel. Die finde ich auch immer ganz schön, wenn man die mit reinlegt. Ne? Dann wird jede Menge von den Zweigen. Eigentlich habe ich hier noch so einen Kunstzweig, aber den werde ich jetzt nicht reinmachen. Habe hier noch ein bisschen Rinde. Die werde ich mal hier hinten hinmachen noch. So, oh, das sieht schon so schön frühlingshaft aus. Hier auch noch mal ein bisschen. Das ist, glaube ich, schon über. So, ich denke mal, das wäre es schon in diesem Topf. Ja, mit diesem einen sieht das auch ganz schön aus. Guck mal. Das wäre doch schon mal ein schöner Topf. Jetzt werde ich noch, das ist ein Dreiertopf, also so eine Dreiergeschichte. Jetzt werde ich den kleinen nochmal nehmen und werde in den kleinen nochmal eine Kerze einarbeiten. Und dabei fällt mir auf, dass mir das hier schon runtergefallen ist. Da hätte ich jetzt auch noch ein paar so rote Beeren. Die passen auch wunderbar noch da rein. Können hier hinten noch hin. So soll ja auch alles wieder verwendet werden. Und hier zeige ich euch jetzt gleich, wie ich das mir gedacht habe. Und zwar werde ich da auch ein bisschen Moos reinmachen.
Da muss ich mir aber, glaube ich, noch ein bisschen holen von draußen. Obwohl, ich glaube, das geht auch schon. Aber vorne ist natürlich wieder da. Da muss noch mal ein bisschen was runter gleich. Noch mal ein Zweig. Der kann dann mit drauf. Und dann werde ich da jetzt eine Kerze reinmachen. Die muss ich mir natürlich jetzt erstmal wieder besorgen. Geht gleich weiter. So, und jetzt habe ich eigentlich nur eine ältere Kerze da reingestellt. Habe mir Moos, einen Zapfen, die kleinen Zapfen und ein bisschen Borke da reingetan. Und habe jetzt hier, wenn es sehr windig ist und die Kerze nicht angeht, dann mache ich mir einfach die da mal rein. Da muss ich nur den Docht ein bisschen abschneiden und dann kann ich die reintun. Also die lege ich mir immer dahinter. Wenn es dann windig ist oder so, dann wird das so gemacht. Ja, das ist jetzt meine Deko, mein Mini-Wintergarten. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich stelle ihn jetzt gleich draußen hin, mache noch ein paar Fotos und ja, wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme. Und ansonsten sehen wir uns einfach hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle schön gesund, das ist das Allerwichtigste. Eure Marke. Tschüss.